So, hallo, wir spielen jetzt hier heute mal Vindictus. Ich bin der Daniele und der Marvin ist, ja, so gesehen mein Mentor heute. Ja, hallo. So, hier, ich drück mal Spiel starten. Ich habe mich entschieden für so eine Magierin mit Sense. Ich muss mein zweites Passwort eingeben. Das ist natürlich. Hier stoppe ich mal kurz, dann gebe mein Passwort ein. So, da bin ich wieder. Ich weiß, es ist kein Kommentar dazu. Ich lasse das mal hier laufen. Was hast du denn gegen das Zweitpasswort? So nur sicher. Ja, ist eigentlich schon eine Frechheit, wie die das integriert haben. Das hätte man auch besser machen können. Aber naja. So, im Hintergrund hört ihr meine Freundin, die guckt Hartz IV TV. Und mein Sohn gelegentlich. In der Nähe des. Boah, ich penne einen dabei. Möchtest du den Prolog überspringen? Wollen wir natürlich nicht, weil es ein Let's Play ist, Reißt euch ne? zusammen! Oh, Hab ich deutsche euch dir wenigstens Vertonung. nicht alles erklärt? Ja, deutsche Vertonung auf jeden Fall. Ist schon mal nice. Er ist umstellt. Ballisten bereit machen! Ich konnte mir auch jetzt keinen Namen oder sowas aussuchen. Eine Riesenspinne überfällt die weltbekannte Scheune. Hat sie denselben Prolog? Ja, jeder hat denselben. Aber ich habe den noch nie gespielt, ehrlich gesagt. Echt nicht? Nein. Oh Mann, warum mache ich dann hier so Noob-Aktionen? Das Video geht unendlich lang irgendwie. Ah, habe ich die 20 Minuten schnell voll. Das ist gefährlich. Aus dem Weg. Tief, was soll der Unfug? Aiden, gib mir bitte etwas Zeit. Er ist doch sonst nicht so böse. Ich rede mit ihm. Hier geht zum Menschenleben. Er ist jetzt ein Feind dieser Stadt. Er ist nur ein Monster. Beiseite! Aber... Wir Diese reden Action, das. Die hier Ballisten geboten wird. Nachladen! Nachladen! Orakel, uns bleibt nicht viel Mann, Zeit. Vertraust du mir nicht? Ich muss da hoch. Er hat Angst. Wo haben die deutsche Vertonung Angst um geguckt? sein Ja. Leben. Keine Ahnung. Ich kann ihn hören. Komm, schlag die olle Schlampe jetzt In weg. Ordnung, aber ich komme mit. Merrick, folge uns mit ein paar Männern. Ja, Sir! Folgt dem Hauptmann! Es wundert mich auch, dass das Spiel nicht bei Steam in Europa gibt. Ist wahrscheinlich zu pedo und asiatisch angehaucht. Aber ist irgendwie gar nicht so asiatisch, ne? Ja, es geht. Schauen wir mal, was das hier so. Oh, ganz schönes Flackern an der Tür, ey. Sind wir schon jemand von denen? Das wissen wir gar nicht, ne? Na gut. Vielleicht die mit dem Stab da? Halt, nicht bewegen. Ja, die bist du höchstwahrscheinlich. Ich wünsche einen von den Bösen, die das Orakel nicht achten. Oh, oh, oh. Totenkopf. Ein formorisches Symbol. Was hat das hier zu suchen? Oh, Hinterhalt. Zieht eure Waffen. Da muss ich doch jetzt dabei sein. Oh, Blut ist auch dabei. Oh, oh, ganz gruselige Wolf-Ägyptenhunde. Okay, ich beschütze das Orakel. Ah, Maus, Tastatur. Mausmodus, Tastatur, was? Mausmodus, würde ich sagen. Ja.
Ansonsten musst du auch mit den Pfeiltasten spielen. Ja, ich hab's schon. Oha, okay, mit sowas hab ich jetzt nicht gerechnet hier. Aha. Magischer Pfeil. Machen die gar nichts gegen. Ja, das ist irgendwie Fokus. So ein bisschen. Keine Ahnung. So, Junge, was auch immer hier geschieht. Wow. Ja, das ist ein bisschen so Hack and Slay mäßig. Was ist denn dieser. Wie mach ich denn den Feuerblitz jetzt? Hab ich den gemacht? Drücke Alt, um den Mauszeiger anzuzeigen. Okay. Dem spielt's, glaube ich, eher die Herausforderung, die Kombos so hoch wie möglich zu bekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich die mache, wenn ich die mit dem. Mit deinen Maustasten so. Rechts ist kräftiger Angriff, links normaler Angriff. Hey, bei mir ist rechts gar kein Angriff. Rechts tue ich irgend so eine komische. Ach so, dann ist. Kombo aufladen. Ja. Keine Ahnung. Ich kenne Magierin nicht, ne? Ja, ne, ist nicht schlimm. Boah, die Steuerung ist aber auch mies hier gerade gewesen. Drücke, halte Fokus. Ja, das ist natürlich. Ich kann im Moment nur schießen. Ja, das mach ich. Ich schieße einfach. Droppen die auch Sachen oder so? Ja. Nee. Jetzt hab ich die Leiche in der Hand. Das war ja lustig. Ich kann die Leiche so. Ja, du kannst sie auch, ja. Ja, aber die droppen auch manchmal was. Das steht da dann groß kümmert. Dass du das auch wählen sollst. Okay. Ich raff zwar noch nicht, wie ich eine andere Attacke mache. Auch das hier unten. Das ist mir noch ein bisschen suspekt. Ich kann irgendeinen Besen. Ich kann ja alle möglichen Sachen irgendwie in die Hand nehmen, ne? Und auf die. Ach, ich kann damit schlagen. Den Besen. Was ist denn jetzt geschehen? Ich raff das noch nicht. Jetzt habe ich einen Bogen. Wie schmeiß ich denn die Sachen weg? Auf E meine ich. Ah, okay. Ich habe auf jeden Fall irgendeine krasse Attacke gemacht und ich habe keine Ahnung, wie ich die gemacht habe. Ich mache mir Sorgen. Sie macht sich Sorgen. Warum? Besiege alle Monster. Okay, okay. Mana-Mine. Ach, jetzt habe ich sie gerafft. Ach so. Ja, das ist eine krasse Geschichte. Boah, die Mana-Mine. Was geht denn da ab? Hier, Feuerblitz kann ich auch. Ja, kann ich nicht. Aber die Sachen, die ich einsammeln kann, die, warum hat er jetzt hier seine Attacke aufgeladen? Oha! Oh nein, das Orakel wurde getroffen. War das mein Fehler? Ich muss das Orakel hochheben. Helfen und bewegen. Okay. Gruppenmitglied helfen. Tu ich ja gerade, oder? Nimm Tiefe auf und beweg dich, während du sie trägst. Nimm Tiefe? Was sind Tiefe? Ja, ich muss also Tiefe aufnehmen. Ach, ich habe das anscheinend doch nicht ganz verstanden. Ich dachte, ich hätte es verstanden. Hey, und dann habe ich trotzdem so einen komischen Zauber, naja. Gehe mit Tiefe auf das Dach. Ich weiß gar nicht, wer Tiefe ist. Wahrscheinlich das Orakel, ne? Oh, ganz schlecht hier. Okay. Immer weiter Richtung Dach. Ah, Filmsequenz. Oh, die Spinne. Jetzt lebt das Orakel wieder, was denn das Unlogisches? Und wird wieder angegriffen. Das
ist natürlich... Das ist doch so Orakel. Kriegst du nicht so leicht klein. Ich hab die doch da eben noch hochgetragen und steht die da. Ach so, und die Spinne hört auf das Orakel. Alles ist gut. Ist schon gut. Warum der Angriff sagt schon? Sagt was macht schon, euch Angst? Wer tat was? Wer? Warum hasst der Idiot mich so? Ach so, jetzt habe ich hier so eine Mine gelegt. Okay. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Boah, das geht ja voll ab hier. Was geht ab? Gibt dem direkt noch einen Feuerball. Oder auch nicht? Übelst ein Feuerball hat er abgekriegt. Blockiere einen Angriff. Wie mach ich das denn? Der war drin, Junge. Super Listenangriff haben begonnen. Habe ich irgendwo einen Ausdauerbalken oder so? Ja, unter deiner Halsbar. Wo ist meine Halsbar? Oben. Da müsste eine rote und eine grüne Leiste sein. Ich sehe nur eine grüne gerade. Ach so, ja, ich glaube, du bist unbesiegt beim Follow. Ach so. Deswegen siehst du die rote nicht. Warum sehe ich denn keine Angriffspunkte von meinem Gegner? Haut ab, der Bastard. Schick den Feuerball hinterher, das Stück. Nee, irgendwie. Ich hab den doch nicht hinterher geschickt. Boah, was ist denn das für eine Kamera hier? Kann ich nichts gegen tun. Ich raff gar nicht, was hier abgeht. Boah, das ist immer schön hier immer. Der Blut, ich kann es nicht sehen. Ja. Ich spritze das Blut so richtig. Boah, krass, jetzt liegt er hier. Jetzt schieße ich ihm nochmal hier so einen Feuerball entgegen. Zack, die Glocke. Na, ich treffe den nicht. Prolog beendet. Nein, oh doch. Oh nein, jetzt haben wir die Spinne getötet. Und das Orakel hasst uns. Oh je, oh je. Ja komm, steh auf jetzt, Spinne. Ja, komm ey, die schläft jetzt mit der Spinne da, weißt du. Tolle, tolle Story. Und jetzt werde ich in die Welt rausgeschmissen, oder was? Das ganze Spiel basiert. Jetzt kannst du deinen Charakter erstmal noch anpassen und ihren Namen aussuchen. Ah, okay. Ich glaube, dann drehe ich gleich noch eine Folge am besten, ne? Macht mir nämlich Spaß. Einigermaßen das Spiel. Ich kann zwar nicht sonderlich viel, aber... ja, ich muss meine Zauber irgendwie so aufladen, weißt du? Okay. Also
Also ich drücke die rechte Maustaste und je nachdem wie lange ich die drücke, mache ich verschiedene Zauber so und die ich dann mit WASD auslöse. Wie viel Schaden machst du so mit einem Schlag? Keine Ahnung, ich habe jetzt auch einen neuen Charakter gemacht. Mit dem anderen, ich glaube so der stärkste Angriff macht 300. Boah, ich habe jetzt bei dieser Spinne mit so einem Feuerball 900 gemacht. Ja komm, ich drück mal jetzt hier weiter. Oh, wenn, oh geht, geht gar nicht. Ja. Ah, ich kann so ein Geräusch machen hier. Ja, das Spiel ist hier schon zu Ende. Credits werden schon gezeigt. Mavo Motherfucking Bang. Was ist das hier? Keine Ahnung, ich habe den Prolog noch nie gespielt. Kommt das nicht weg da? Okay, Escape. Sorry, Jungs. Du bist aufgewacht gestern beim Glockenturm. Oh. Bla bla, dreht sich. Schlüssel. Entweder auf den Pfeil drücken, damit die schneller redet, oder Leertaste drücken. Ah, okay. Das ist doch schon mal was. Wähle einen Namen für deinen Charakter. Ist ja eine Frau, ist ja blöd. Kann ich keinen Mann nehmen? Nee. So ein Pedo-Spiel, ne? Du bist an die Charaktere halt gebunden von den Klassen. Das ist so ein Pedo-Spiel. Ich will da nicht so ein richtiges Pedo-Gesicht. So. So, oh, weinen so. Ne, so. Das ist das Pedo-Bunny. Pose. So, oh Mann. Ja, komm, nehmen wir die Pose, die ist einigermaßen nicht homo. Passt da doch nicht alles an. Ja doch, ein bisschen. Ich habe noch 3 Minuten, die passe ich noch ein bisschen an und dann... Oh Mann, voll die Pedo-Bewegungen auch, ey. Yeah! Ich will den Schwanz lutschen. Springt die so hoch, weißt du, mit Faust in den Himmel. Ne, ich nehm die... Ich nehme die Leuchten an aus, was auch immer Leuchten sind. Zeige, verstecke Helm. Alter, Beispiel-Outfit. Ist ja das Pädophilste, was ich je gesehen habe. Alter, das letzte. Das geht ab bei dir. Hat so perverse Handschellen und so. Guck mal, Schatz, was ist das denn? Perverses so. Ja, sieht aus wie ein Spiel ab 18, ey. Hier, dann nehme ich halt dieses Sadomaso-Outfit. Afro. Ich sehe meine Haare gar nicht. Ach, warte mal, ich kann ja. So eine kleine Bengelfrisur, weißt du? Ich nehme auch so eine kleine Bengelfrisur. Alter. Und Hauptsache dicke Titten haben die alle. Egal, ich nehme so einen Helm. Das ist egal. Pedo Bunny. Meine Haut, meine Augen. Die Japanerinnen sind ja immer so richtig weiß. Ich habe so eine weiße Hautfarbe. Augenfarbe, so richtig grün. Gibt's hier grün? Gibt's nicht. Augenbrauen sind ja wohl egal. Körpertyp, jetzt. Wird immer besser. Wird immer besser, das Spiel. Guck mal, wird immer besser. Jetzt ist die hier in Strumpfhose und Tanga. Größe. Ich mach so eine ganz kleine. Mit riesen Brüsten. Ist gar kein Unterschied, ob groß oder klein. Ist ja beide gleich. Sind jedes Mal groß. Körperfett ganz wenig. Taille auch ganz wenig. Arme riesig, Junge. Dicke, Riesenarme. Naja, dünne Beine. Breite Schultern, Junge, die sieht aus Muskelmar. Nee, das kann ich nicht bringen, das sieht ja so verrückt aus. Weniger Muskelmasse, weniger Schultern, weniger Arme. So.
So eine kleine, perverse Ladyboy. Man kann schon Ladyboy nennen, schnell noch Ladyboy. Ladyboy. Erstellen. Möchtest du den Charakter erstellen? Ja, natürlich. Ja, natürlich gibt es den Namen schon. Das ist natürlich... Pedo Bunny. Gibt's bestimmt auch. Und? Ne, geht. Mach das jetzt hier noch zu Ende. Ja, komm. Tive. Die hat mich... Pedo Bunny, was auch immer passiert, pass auf dich auf, bitte. Ja, das sollte man als Pedo Bunny. Hab jetzt meine 20 Minuten voll. In der nächsten Folge, wenn es eine gibt, wovon ich mal ausgehe, dass es noch eine gibt, werde ich mal richtig in die Welt starten. Jetzt haben wir das Prolog beendet. Nö, ist viel schneller nachgewählt, wenn du den Level spielst. Okay. Hier sehen wir nochmal schön hier die Stadt. Ups, auch jetzt ein bisschen ruckelt gerade. Werden wir direkt mit netten Gold Bun Accounts hier begrüßt. Ah, wo man hat dich in der Gruppe eingeladen? Möchtest du annehmen? Erstmal ja. Und dann sage ich schönen Abend noch. Und bis demnächst.